auszugleichen. Ja, deswegen. Ja, jetzt kommt es. Tja. Hier nach oben. Rausziehen. Jetzt sind ein paar Tropfen drin, weil ich fand. Ja, servus, grüße euch und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Supersiegern. Ja, ich bin Roland und begrüße euch heute wieder einmal aus dem Ötztal. Ja, heute machen wir eine Bergtour auf den Rooskopf. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann dranbleiben und genießt die schönen Bilder. Gehen wir weiter Richtung Wetterspitz oder nehmen wir doch hier oben den Rooskopf. Ja, letztendlich ist es dann jetzt der Rosskopf geworden und wir sind jetzt bereits auf den Abstieg. Wir gehen denselben Weg retour, den wir raufgekommen sind, zurück zur Bergstation, dann wieder mit der Gondelbahn runter nach Ötz.
Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Bock habt, lasst da noch einen Kommentar da. In diesem Sinne, tschüss, ciao und servus. Roland aus dem Pott. Jetzt kommen wir mal zu einer Kanalvorstellung hier auf meinem Kanal, da ich jetzt mittlerweile auch schon ein-, zweimal erwähnt wurde auf anderen Kanälen, möchte ich das gerne auch mal tun. Dabei handelt es sich um Kanäle meistens um 1000 Abonnenten. Also ich habe jetzt nicht die genaue Zahl oder die aktuelle Abonnentenzahl im Kopf. Ja, das wäre zum einen ein relativ neuer Kanal, wie ich finde, der auch vor kurzem erst den Kanalnamen gewechselt hat. Das sind Froni und Micha vom Kanal Wanderverliebt. Sehr schöner Kanal, da geht es um Wanderungen mit Zwischenfazit und mit Beurteilungen am Ende. Immer wieder schön, sehr häufig werden da Videos eingestellt. Also ich würde mal sagen, mir kommt es vor wie fast täglich, aber vielleicht sind es alle 2-3 Tage, kommt da bestimmt ein Video. Also man kommt da wirklich kaum nach. Froni und Micha, euer Videos oder eure Videos. Mit der Beurteilung finde ich immer wieder klasse, mit dem Zwischenfazit immer wieder toll. Und da kann man sich wirklich inspirieren lassen. Freut mich wirklich sehr, sehr umfangreich und sehr ausführlich. Lasst ihr immer einen Kommentar auf meinem Kanal da. Besten Dank und herzliche Grüße gehen raus an euch. Also nicht wundern, ich schaue immer mal wieder hier auf meinem Zettel. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, einfach damit ich es ein bisschen leichter habe. Weil man kommt da ja doch schon relativ durcheinander bei den ganzen Kanälen. Ja, ich würde ganz gerne noch den Robs erwähnen von Robs on Tour. Ja, er macht Roadtrips nach Malta, letztens gesehen, Erzgebirge, Überschreitung, ein Vlog ist auf seinem Kanal zu finden, jetzt mittlerweile aber auch Wanderungen hier im deutschsprachigen Raum. Ja, und an den Robs nochmal besten Dank auch für dein Feedback auf meinem Kanal. Freut mich, dass ich dich beim letzten Video auf das Etalamantel inspirieren konnte und wie gesagt, bei mir gab es auch kein Wasser, du weißt, wovon ich rede. Ja, schöne Grüße auch an den Dirk, den ich hiermit erwähnen möchte, von dem Kanal Dirk Outdoor. Beim letzten Mal, als ich da reingeschaut habe, so ungefähr roundabout 500 Abonnenten, lass es ein bisschen mehr sein. Mittlerweile weiß ich den aktuellen Stand nicht. Ja, bei ihm redet sich auch um... Ja, jetzt geht hier gerade so ein Hubschrauber drüber. Ja, beim Dirk handelt es sich um Wandertouren im Moselgebiet, im Hunsrück. Fahrradtouren sind dabei. Die letzten Videoserien, die er da hatte, ging es da auf den Moselsteig. Also sehr schön, wenn ihr Bock habt auf Fahrradvideos, Wandervideos rund um den Hunsrück und um den Moselsteig. Schaut einfach mal bei ihm rein. Sehr schöner Kanal. Auch sehr aufwendig gestaltete Videos. Gefällt mir sehr gut. Dirk, schöne Grüße gehen auch an dich.